Ja, hallöchen, liebe Freunde. Tag, Glück auf und vor allen Dingen frisch auf bei Potternander. Ja, ihr wundert euch, ich bin gerade nicht in Essen unterwegs, sondern in Oberhausen, meiner Geburts- und Heimatstadt. Und ich befinde mich hier auf dem ersten Weg der Trassenspaziergänge. Ja, was ist das? Ich habe hier Moderationskarten. Ich bin ja jetzt schon ein kleines bisschen älter und kann mir nicht alles merken. Und zwar gibt es jetzt Spaziergänge rund um die Trasse. Und zwar sind Ausgangs- oder Start- und Endpunkte jeweils immer die ÖPNV-Trasse zwischen Sterkrade und dem Hauptbahnhof. Die Touren sind zwischen 1 und 6 Kilometer lang. Ja, man kann auf jeden Fall da ganz wunderbar die Vielfalt von Oberhausen entdecken und man kommt so ein kleines bisschen auch in die grünen Ecken, die man vielleicht selber noch nicht gesehen hat. Also ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ich bin jetzt hier im Volkspark in Sterkrade. Den kenne ich eigentlich wie meine Westentasche und war als Kind hier immer schon unterwegs. Und zwar nennt sich die Tour hier von Hirschen, Eulen und anderem Getier. Tja, grüne Oasen gibt es an vielen Stellen. Oberhausen verspricht der Weg. Und zwar bin ich in Sterkrade gestartet am Neumarkt und werde da auch nach 5 oder 6 Kilometer wieder auskommen. Ja, die Highlights hier. Der Sterkrader Weiher, okay, dann geht es irgendwie noch zu einer Eule, ja, zu einem Windgarten, Sterkrader Hirsch, Sustmannshof, Reinersbach, tja, Fußweg vom Volkspark, Wilhelmstraße, Gymnasialplatz, Steinbrinkstraße, Augusterstraße, Tierpetstraße, Fußweg am Reinersbach, Hamburger Straße, Rampe, Fußweg, Gesellschaftsbaustraße, Fußweg am Reinersbach, Holtenerstraße, Eichkampfstraße, Eugen zu Niedenring, wisst ihr Bescheid? Okay, dann kommt man ein kleines bisschen mit, auf geht's auf den Spuren in meiner Heimatstadt, los! So, das ist jetzt also die steinerne Eule. Hör mal, die ist mir überhaupt noch gar nicht aufgefallen. Ich weiß überhaupt nicht, ob die damals hier schon stand. Weiß ich nicht. Also ich war mit Sicherheit hier gute, oh Mann ey, 30 Jahre nicht mehr. Aber eine steinerne Eule ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Den Spielplatz hier vorne hatte ich auch schon total vergessen. Ich weiß, dass hier noch irgendwie um diesen Weiher herum eine Bude war. Die waren mal ganz gut besucht, aber weiß ich nicht, ich habe hier schon wirklich, die Bilder sind schon fast verblasst, ich war hier schon echt eine Ewigkeit nicht mehr, ich freue mich wirklich riesig. Psst, ganz, ganz leise, Achtung, können dann sehen? Da hinten? Guck mal genau hin. Können dann sehen? Da hinten? Wahnsinn, oder? Kapitaler Zwölfender. Ja, das sieht doch mal einer an. Und da soll man mal sagen, ich würde meine Stadt kennen, ey. Flöte piepen. Man wusste ich überhaupt nicht mit dem Hirsch. Ist mir auch vorher und so als Kind überhaupt noch gar nicht aufgefallen. Also echt faszinierend. Ja, ihr Lieben, eigentlich müsste euch das hier alles bekannt vorkommen. Nur meine ich zu glauben, dass ihr gar nicht wisst, was das ist. Also ich weiß es auch nicht, deswegen lese ich es einfach nochmal nach. Und zwar ist das ein, was steht hier, ein Absperrschieber einer Kaltwindleitung vom
1979 stillgelegten Hochofen A der TÜV Niederrhein AG zur Regulierung der Verbrennungsluft. Höhe 6,95 Meter, Gewicht 9,0 Tonnen, lichte Weite 2 Meter, gebaut 1965. Wisst ihr Bescheid? Ein Absperrschieber. Jo, und hier hinter mir, das ist die Penne. Also aufzeigen, wer da war. Also ich nicht, war ich zu schlecht für. Ja, und ich zockel hier weiter erstmal durch Stärkrade. Und so langsam kommen die Bilder irgendwie alle wieder. Ja, was das für ein Gebäude ist hier hinten, ja, das weiß man doch nur allzu gut, ne? So, das Finanzamt hier. Ist das überhaupt noch in Betrieb? Oberhausen Nord? Wahnsinn. Jedenfalls netter kleiner Park. Und wenn man hier mal durchläuft, dann sieht man das Ganze mit ganz anderen Augen. So, und hier kommen wir auch schon wieder am nächsten Prachtbau vorbei. Die Kenner unter euch wissen, das ist das Sofi. War ich auch nicht gut genug für. So, ich stelle fest, das ist gar nicht mal so einfach, hier mit dem Bollerwagen loszuziehen. Die Kamera in der anderen Hand und die Fernbedienung in der nächsten. Ja, trotzdem ist das irgendwie ganz, ganz nice, weil ich brauche irgendwie gar nicht die ganzen Plörren auf dem Puckel mit mir rumzuschleppen und kann eigentlich sofort die Kamera greifen, wenn ich sie brauche, und auch mal locker wechseln. Ist ein bisschen lauter, rumpelt und poltert ganz fürchterlich, aber irgendwie bei dem Wetter ganz okay. So, jetzt wird es auch noch mal total idyllisch. Glaubt man gar nicht. So ein paar Meter von der Hauptstraße weg. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier mit meinem Bollerwagen langkomme. Wie ich das am besten mache. Siehst du, das ist auf jeden Fall auch wieder so eine Sache. Da kannst du nicht überall mit hin. Haha, jetzt ging es doch hier so ein bisschen neckisch. Einmal hin und einmal her. Über so eine kleine Holzbrücke. Aber wenn ich mich mal hier so umgucke und da mal so Richtung Kirchturmblicke. Ja, der ein oder andere weiß auf jeden Fall, welche Kirche das sein mag. Und trotzdem bist du hier echt zwischen den Hauptstraßen mitten in so einem grünen Idyll. Das finde ich echt immer wieder faszinierend. Also wirklich, das macht es echt aus. So, da sieht man es auch noch mal ganz nett. Eben besagte Kirche. Und wer sie kennt, der weiß, sie ist am Postweg, die Herz-Jesu-Kirche. Ja, indes geht es weiter. Schön an Kleingärten vorbei. Einmal über die Autobahn. Kleine Schleife und dann hinterher wieder zurück. Jetzt könnt ihr mir mal verraten, warum bleiben die Menschen eigentlich immer auf der Autobahnbrücke stehen, um den Autos zu winken? Oder einfach nur, um die Gedanken vielleicht fließen zu lassen. Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall faszinierend. Und ich habe mir da schon echt ein paar Mal Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, man hängt dann einfach wunderbar seinen Gedanken nach, oder? Also, könnte ich mir vorstellen. Ja, jetzt guckt euch das einfach mal an. Da läufst du einfach hier durch die City über eine Autobahnbrücke. Und dann siehst du hier so ein Idyll von Schrevergarten. Das ist einfach einmalig. Total toll. Da bin ich doch jetzt gerade an der Lieblingspizzeria von damals aus meiner Jugend, lang, langes her, vorbeigelaufen. Ich freue mich sehr. Ja, wir sind jetzt hier oben auf der Nordrampe, Hamburger Straße gerade passiert. Es geht wieder über die Autobahn und dann bewegen wir uns einfach wieder Richtung Stärkrade City. Ja, hier hat man sich ja auch früher ziemlich viel rumgetrieben, ne? Also ich entdecke gerade, dass ich richtig Bock habe auf so Urban Hiking, Trails, whatever. Einfach mal per Pedes die Heimatstadt entdecken. Aber das macht richtig Böcke. Es ist auf jeden Fall warm, laut, voll, stinkt. Klar, muss man mit zurechtkommen. Aber mal was anderes als immer Baumwald, Wald, Wald, Baum, 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 Wiese. Aber das hat ja auch für mich eine ganze, ganz erheblichen Anteil an Nostalgie.
Charme. Naja, und wenn ihr Bock habt, vielleicht das ein oder andere Eckchen auch wieder zu entdecken und wieder zu erkennen, dann bleibt einfach dran und kommt noch ein Stückchen mit. Ja, und der Vorteil an der ganzen Kiste ist ja auch, da ist jetzt nichts so mit Bergwertung oder so, ne? Flachetappe eigentlich. Ja, und da was ja an Erhebung kommt, ist überhaupt nicht der Rede wert. Aber nett. Ja, und schon sind wir von der Kieler Straße in die Sprockstraße eingebogen. Mann, kennen wir doch alles hier. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird schlagartig merklich leerer. Könnte daran liegen, dass heute irgendwie bei der EM Deutschland spielt gegen England. Ja, mein Gott, siehste, ich laufe da lieber durch meine Heimatstadt. Total gut. So, hier waren wir gerade. Das ist also auch der Schnittpunkt, Scheitelpunkt. Und jetzt geht es wieder auf dem bekannten Weg wieder zurück. Da mache ich die Kamera aus. Kennen wir ja schon. Ja, da sind wir auch schon wieder. Am Bachsteg. Bachsteg. Und da komme ich gerade her. Hier ist der wunderbare rote Bollerwagen. Ja, am Reinersbach bin ich hier gerade gewesen. Und es geht jetzt Richtung Eichelkampstraße, Eugen zum Niedenring und dann auch schon wieder zum Start- und Endpunkt. Ja, jetzt ist hier vorne gerade die Holtener Straße. Viel befahren wie immer, das stört mich nicht. Ich polter da jetzt mit meiner Karre durch. Auf geht's, Endspurt! Ja, auch dafür ist der gerade bekannt, für seine Hochbunker. Da gibt es so ein paar. Ja, und früher, ja, ich soll mal sagen, ich musste jetzt einfach mal die Schleife machen hier. Ja, früher, da hat mich hier immer so ein Schriftzug, weiß ich nicht, angezogen. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Auch heute habe ich da gar keine Peilung von. Los Brujos stand da immer dran. Kann man ja irgendwie so einen Hochbunker als Vereinsräume nutzen oder was weiß der Geier. Aber das musste ich jedes Mal lesen als Kind und ich habe mir da gar keinen Reim drauf machen können und auch jetzt nicht so richtig. Ja, Hochbunker, ne? Schön, dass er noch steht und vor allem, dass wir den nicht brauchen. Ja, Eugen zu Niedenring, nicht ganz unumstritten, dieser Verkehrsring. Meiner Meinung nach war die Stadt ja ein kleines bisschen belebter, als noch kein Verkehrsring angelegt wurde und der Verkehr zwar durch die Stadt durchging, aber es doch ein kleines bisschen mehr Laufkundschaft gab. Und so wird immer alles drumherum gelenkt und man wundert sich, dass die Kundschaft wegbleibt. Ja, mein Gott, seht her, was ich gefunden habe. Wie die Stimme versagt. Ja, da ist es doch, Los Brujos. Also ein Motorradclub. Hat er offensichtlich seine Vereinsräume. Siehste. Jo, und da bin ich auch schon wieder in Sterkrade Mitte. Ja, Kirmes fehlt, ne? Ansonsten war das auch mal sehr nett, hier Pommes zu essen. Hieß das Nikolausgrill. Ja, Eiskaffee. Remor, glaube ich, ne? Auch. Weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und so sieht es heute aus. Kleines bisschen verlassen, wie mir scheint. Aber das ändern wir jetzt. Weil die Videos ja Lust auf mehr machen. Also geht in die Stadtteile. Ja, echte Kenner von euch wissen noch, was das für ein Gebäude hier ist. Brandenburger Straße, Ecke Robert-Koch-Straße. Ja, und da steht es ja auch noch dran, der Brandenburger Hof. Ja, legendär. Für Sterkrader. Jo, und da sind wir auch schon bald wieder. Guck mal an, das Café hat sich auch gehalten, Spielwarenladen. Kenne ich auch noch. So, da sind wir auch schon wieder am Start und Endpunkt angekommen hier am Neumarkt in Sterkrade und beenden die Tour für heute. Ja, das ist das Leben. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf mal doch einer ganz anderen Wanderung, eher einem Spaziergang durch die Straßen meiner Heimatstadt Oberhausen. Hier in Oberhausen Nord, Sterkrade Nord, auf einem
ganz hervorragenden kleinen Rundweg durch den Volkspark Stärkrade. Und dann ging es dann auch weiter Richtung Reinersbach hoch. Wie gesagt, ich habe mich auf jeden Fall super gefreut, nach vielen, vielen langen Jahren hier mal wieder einen ganz besonderen Blick auf meine ehemalige Heimatstadt werfen zu dürfen. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Seid gespannt, es werden auf jeden Fall noch ein paar Trassenspaziergänge folgen, die ich begleiten oder filmen möchte. Ja, bleibt mir zu sagen, geht einfach mit offenen Augen durch eure Stadt und macht euch vielleicht mal ein ganz anderes Bild, als ihr vielleicht noch im Kopf habt. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald, euer Schrömi von Pottananda. Tschüss!